irgendwie ging es in dem Traum auch darum, der große Schwindel, das große Pendel, die große Lüge des Proton Pseudos, nämlich genau dies, dass keine Erkenntnis auch des bekanntesten Mechanismus dieses Realen dazu führen kann, die innere Paradoxie, dass das Leben nur um den Preis des Todes zu haben ist, zu löschen, zu erlösen, aufzulösen, es also strukturelles Urlügenprinzip ist, Ewigkeit versprochen zu bekommen, aber mit dem Realen dann konfrontiert zu werden, dass das alles wieder weg gewesen sein wird.